Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Force of Nature 2 Ghostkeeper hier mit dem Feljack. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Mensch, es regnet. Oh nee, ich beginne die Aufnahme mit einem Regentag. Naja, was wollen wir machen? So, ich darf es euch präsentieren. Oh, mit Gewitter. Ich habe den Zaun gebaut, ein bisschen zumindest schon mal. Ist da oben hin. Muss noch die Bäume wegmachen. Also sieht der Zaun jetzt aus, erstmal. Bis dahin, ne? Mal hier runtergehen. Er hat schon wieder fleißig Leinen gepflanzt, also... Ja, das ist bis jetzt der Zaun. Der soll natürlich noch ein bisschen weitergehen. Ihr seht das ja auch schön auf der Karte hier rum, auf der Minimap. Ne, wir müssen den jetzt hier rüberziehen. Und dann irgendwann wieder hier runter. Natürlich müssen wir es irgendwann mal erweitern. Dann werden wir uns aber einfach nur ein Loch hier durchhauen. Also werden wir einen Zaun weghauen. Und werden vorher schon außen bauen. Dann werden wir einfach hier ein Loch reinballern. Und ja, irgendwie so eine Art. So, ich gehe mal Leinen sammeln natürlich. Und wir pflanzen natürlich 9 Leinen. Immer rein damit. Oh, ich habe kein Wasser mehr. Das ist schlecht. Erstmal das Wasser ausgegangen. Auf der 7. Ja, müssen wir erstmal ein bisschen Wasser sammeln. Ich sehe jetzt schon, ich kriege auch immer mehr von den Samen hier. So langsam kommen wir aber vorwärts in dem Spiel. Oh, was für ein schönes Wetter. Ah, so. So schön. So ein schönes Wetter. So, ist gut. Erstmal 20. Jetzt wächst es natürlich unregelmäßig, egal. So. Ich habe noch was gemerkt. Ne, das ist sauberes Wasser. Nein. Nein. Ist auch noch was. So, okay. Dann, ja, weiß ich auch nicht. Die Holzstämme machen wir da rein. Ich sagte ja, das dauert immer so lange mit den, wenn man Seile herstellt. Man kann das auch in der Werkbank machen, ist mir dann mal so aufgefallen. Und die nämlich hier herstellt, dann arbeitet er an der Werkbank. Und ihr seht an der Prozentzahl, wie das hochballert. Dann geht das rucki, rucki, zucki. Ja. Haben wir auch wieder was gelernt. Wasser habe ich schon das zweite Mal jetzt aufgefüllt hier. Ich habe schon über 40 reines Wasser. Bin ganz fleißig, ja, wie gesagt, die Zäune am Bauen. Ich habe oben dann halt schon mal beschlossen, da eine Ecke von zu machen. Jetzt haben wir wieder 50 Seile. Ne, mehr hier, 80, 84 Seile. Das heißt, jetzt könnten wir eigentlich wieder... Mal gucken, wegen Stöcker. Und noch mehr Stöcker. Können wir wieder anständig... Ja, Zaun bauen, ne? Dann können wir erstmal... Ja, ich will nicht so viel weghauen hier. Wie machen wir das am besten? Ne, da müssen wir, glaube ich, einmal rum hier. Ne, da kommst du nicht durch, mein Junge. So, ein bisschen hier hin. Holztor, mal auf. Na. Nein, nicht wieder rein. So, hier. So, dann hauen wir nämlich hier die Büsche weg. Kommen wir auch mit dem Zaun durch. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht ausarten lassen, aber ein bisschen muss ja Platz sein jetzt. Ich hoffe, das passt jetzt und der macht jetzt keine Mucken hier. So, haben wir das auch. Neu, ach ja, genau. Dann hatte ich ja Tierhaltung hatte ich geforscht, schon mal offline. Und dann haben wir jetzt Scheune bekommen. Den Gänsestall, den Kuhstall, den Hühnerstall und den Schafstall. Mein Leben. Belgik macht sich langsam hier. Was wollte ich denn jetzt? Ach ja, Holzzaun. Den guten Holzzaun hier. Bauen. Boah, jetzt muss ich mal gucken, dass das auch passt hier. Ja genau, einfach nur ansetzen. Hier einen hin, da einen hin,
Ja, da hinten müssen wir schon wieder hacken. Da ist irgendwo was im Weg. Aber dann kann er den schon mal bauen. Ganz fleißig hier. Der Felsen ganz fleißig. Baut hier schon mal seine Zäune. Ich glaube, jetzt müssen wir wieder rein. Oder wir müssen halt noch die Büsche hier weghauen. Sonst kommt er da nicht vorbei, ne? Ne, er kommt. Ne, kommt noch. Er kommt doch noch dahin. Dann habe ich mein OBS mal wieder repariert. Ich konnte das hier die ganze Zeit nicht pausieren und so. Das war irgendwie, naja, ein bisschen kaputt. Muss ich ein bisschen an den Einstellungen rumfummeln, ein bisschen googeln. Jetzt kann ich das wieder pausieren. Da muss ich nicht 10.000 einzelne Clips aufnehmen. Wenn ich mal irgendwas habe, was länger dauert oder so. Aber wieso ging das jetzt nicht? Und doch mal die paar Bäume hier weghauen. Ich hoffe, dass das jetzt geht. Zaun, Zaun, Zaun. Ah ne, da muss der Baum wieder weg. Aber wir kommen vorwärts. Ich überlege auch, ob ich vielleicht nach oben hin auch nochmal ein Tor mache. Dass er vielleicht so in jede Himmelsrichtung ungefähr, ja, zum Wasser bringt es ja nichts, aber rechts, links und oben. Dass wir da vielleicht auch noch ein. So, mal gucken, vielleicht, wir sind ja hier schon jetzt, genau, da machen wir hier jetzt ein Tor. Wir müssen den Busch mal weghauen. Ja, das Schöne an der neuen Karte ist natürlich hier, wir haben ganz viele Apfelbäume. Habe ich euch noch gar nicht gezeigt, glaube ich, ne? Jetzt hier mal ein bisschen frei machen. Jetzt nicht die ganzen Bäume hier weghauen. Wer weiß, wofür wir das Holz noch brauchen. Deswegen werden wir jetzt hier einfach ihren Weg rein prügeln. Naja, geh doch mal laufen. So. Den können wir auch wegmachen. Ja, ne, so ist schon okay, ne? Dann werden wir jetzt hier noch einen Zaun setzen. Und Holztor natürlich. Auch ein 1x5. So. Dann kommen wir hier nämlich auch raus. Hier noch so ein Ding an. So, sehr fein. So muss das sein. Ich hoffe, wir haben keinen Austausch mehr. Das ist schon Essen hier. Zumindest ein paar Bären zu sehen. Also ich habe auch gesehen, nicht den Cooldown abwarten, sondern man muss abwarten, bis der hier aufhört, so schnell hochzugehen. So. 29, 30, 31. Jetzt hört er auf. Jetzt geht er bei und jetzt erst wieder essen. Habe ich in der vorigen Folge ein bisschen falsch erzählt. Auch falsch gemacht natürlich. Muss ja ein bisschen Ausdauer generieren wieder, sonst das ist immer so ein Problem, ne? Aber wir werden nächstes Mal vielleicht nochmal einen in Ausdauer reinstecken, wenn wir können. Aber ich glaube, das ist levelabhängig, ab welchem Level wir irgendwo Punkte reinsetzen können. So, nochmal. Müssen uns auch mal bald ein paar Bären machen, ne? Lass mal kurz gucken. Jetzt hat er Level 1, Level 2, Level 3 und so weiter. Sonst geht das nämlich nicht. Du kannst nicht also in. Entschuldigung. Du kannst nicht an einen Level 3. Level 1, 3 Punkte reinstecken in Ausdauer. Das funktioniert leider nicht. So, mal gucken hier. Können wir auch noch weg machen. Dann müssen wir mal gucken, wie weit wir das bauen. Ich hoffe, ich komme an dem Stein vorbei. Oh ne, da kommt wieder ein Schwein. Genau deswegen baue ich den Zaun, wegen den Viechern überall. Sonst stehst du da nichts an, bis am Craften, bis mal kurz dir was zu trinken holen oder so im Real Life. Und dann kommt auf einmal so ein Viech und killt dich, obwohl er wehrt sich automatisch. Wäre ja jetzt auch nicht so tragisch, aber ist halt schon nervig, ne, wenn die dann immer ankommen. Aber machen wir es gleich vernünftig hier. So.
Holzhauen. 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 Kann ja schon mal wieder fleißig bauen. Ich werde dann mal so lange mal meine neue Pausenfunktion nutzen und dann gleich wieder einsteigen, wenn ich hier durch bin mit den mit der Zaunbauerei. So. Ja, hier werde ich schon angegriffen. Also die Schweine und was ich nicht alles, die greifen auch die Zäune an. Da muss ich jetzt mal schnell wieder die Aufnahme starten hier. Damit ihr das mal seht. Ich habe den jetzt mal schnell weggehauen hier. Nur einsammeln, hat er repariert. Ja, das stand ja einfach und meinte einfach hier meine Hütte hier anzugreifen. Ja, ich bin hier gerade hierbei gewesen. Ich habe jetzt einen Pfeiler gesetzt noch. So einen Eckpfeiler und dann bauen wir hier runter wieder. Ja, müssen wir mal gucken jetzt. Was hier runter geht. Ja, müssen die auf jeden Fall weg, die Bäume. Kommen hier nicht drum rum. Kommt schon wieder einer. Ach, der war vorhin, ja genau. Der hat mich vorhin auch angegriffen, den meinte ich. Ja, da hatte ich, oder hatte ich nicht jetzt, weiß ich gar nicht, habe ich das vorhin gerade erzählt. Ja, der hat mich auf jeden Fall hier auch angegriffen und den mussten wir dann auch erstmal einen Kopf kürzer machen. Aber der ist ja abgehauen. Hier runter, ne, reicht noch nicht. Muss dann doch noch ein bisschen hacken hier. So. Dann ist das hier nämlich auch weg. Muss dann auch hier gleich weitermachen. Ja, deswegen ist es wohl auch ganz sinnvoll, wenn man an jeder Seite ein Tor hat, damit man schnell dahin kommt, wenn die angreifen. Oh oh. Ausdauer. Ich werde mir meine Ausdauer ausfüllen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe die Ausdauer wieder hergestellt. Ihr müsst hier nicht so lange warten immer. Und dann machen wir hier weiter im Schützenverein. Dann habe ich hier so viel Holz. Da kann ich gleich so eine Runde köhlern gehen. Ja, da hackt der Felsig sich hier mitten in der Nacht. Ein Wolf irgendwie, ne? Das ist doch schon wieder unten. Junge, Junge. Machen wir mal bis hier hin. Können wir auch schon mal das restlichen Dings holen hier. Die Dings und Bums. Oh, jetzt muss ich erstmal die Ansicht verändern. Ich mag das lieber von so sehen. So. Ja, man kriegt dann auch immer so ein Warnsignal, dann kommt so ein Dödöd. Dann weiß man immer, dass man angegriffen wird oder dass Gebäude beschädigt werden. Wir sollen übrigens in der Quest jetzt eine Scheune bauen. Wir sollen eine Falle bauen und wir sollen immer noch Trauben anpflanzen. Aber wir brauchen immer noch Seil, jede Menge. Deswegen Leinen. Wie habe ich... Hä? Ich habe doch langsam ohne Ende. Ach so, ich habe kein Wasser mehr. Ach Mist, dann ist ja wieder eher fertig hier. Also werde ich wieder Wasser sammeln. Aber nicht viel, nur so ein bisschen, dass wir die Felder bewässern können. Mal hier so 20, würde ich sagen. Ich frage mich, ob das was bringt, wenn wir gereinigtes Wasser nehmen hier zum Felder gießen. Weil wir nehmen ja immer unreines Wasser, aber das ist eigentlich egal, oder? Ja. Haben wir das auch? Boah, Inventar ist bald voll hier. Dann können wir schon mal wieder fleißig Seile machen. Und nicht keine mehr. Geht ja jetzt immer rucki zucki hier. Überlegt, ob ich mir vielleicht mal einen Speer mache. Schaden 8, der macht nämlich auch Schaden 8 und der braucht nicht so viel Ausdauer. Das machen wir uns auch noch hier.
Dann können wir damit rumpieksen ein bisschen, wenn die Gegner kommen. So. Haben wir 21 Seile. Wir brauchen auch Glut, ne? So, auch noch herstellen. So, den machen wir auf 1. Hier, das Wasser ist auch schon fertig. Hat hier das gute Zeug drin, ne? Hier. Gereinigt das Wasser, haben fast 80 Stück schon. So, warte mal. Ne, können wir auch das rohe Fleisch noch reinmachen. Gehen wir mal. Ach ne, wir müssen erst. Und das Glut, ne? Das machen wir uns am Feuer. Oh, 90. Passt, ne? Ich weiß nicht, wie viel. Ach, mach mal ruhig. 90 ist immer gut. So. Kann man das Holz hier schon reinschmeißen? Nee, ne? Da brauchst du 3 für 1. Oh, ja. Da brauchst du wirklich viel Glut, ne? Dann sollst du vielleicht mehr Feuer machen. Ne, wir gehen jetzt mal weiter die Zäune bauen, dass das immer an ist, ne? Ausdauer generiert sich nur sehr langsam. Da muss man immer ein bisschen nachhelfen mit Bären. Bitten, das meine ich Tag hier wieder. So. Wir bauen unsere Zäune weiter. Fleißig am Ackern hier, der Feljek. Immer fleißig. Da haben wir schon mal ein bisschen Platz. Hier ist ein Weg, deswegen da will ich jetzt nicht rüberbauen. Da fehlt schon. Diese fehlen schon wieder Seile. Ah, das ist immer. Ja, man könnte kleinere Zäune bauen, aber bringt mir ja nichts. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit ist die Glut. Weil da können wir auch schon wieder ernten. Na, die Glut bauen noch ein bisschen. Na. So, müssen wir hier wieder machen. Da ist das Wasser schon wieder alle. Glut ist noch im Gange. Während die Glut noch produziert wird, holen wir uns wieder Wasser und so weiter und so weiter. Und wenn der Zaun da so ein bisschen gebaut ist gleich, dass es da so halbwegs dicht ist, dass die da nicht durchlaufen können oder drumherum laufen können, dann werden wir dann anfangen, die Scheune und das alles zu bauen. Jetzt kannst du mal ein bisschen mehr mitnehmen. Reichen. Nehmen wir uns schon mal ein bisschen Glut mit. 39. Besser wie gar nichts. Dann kann ich schon mal ein bisschen anfangen zu köhlern hier. Mein Inventar ein bisschen leer kriegen. Ach, guck, können wir schon 48 raus. Ne, die hatte ich jetzt, ne? Genau. Ach ne, wir wollen ja sowieso. Ja, warte ich das jetzt noch ab oder wie mache ich das? Wir können auch mal noch Körbe bauen, ne? Einfach kein Platz, ne? Das kann hier noch mit rein. Feller. Bisschen Holz. Sonst ist hier gerade nichts. Ne. Hier. Bisschen von den Samen rein. Ist hier auch nichts. War hier noch irgendwas? Hier ist auch noch Glut. Dafür können wir dann. Machen wir noch ein paar Stöcker hier rein. Und das hier nimmt auch Platz weg. Das braucht jetzt auch nicht unbedingt da drin sein. So, dann haben wir ein bisschen mehr Platz wieder. Das schmal raus. So, Kartoffel. Da sind die Felder fertig.
Sammeln wir die jetzt auch wieder ein. Machen die nochmal neu. Und dann gehen wir schon mal wieder Seile craften. Immer dasselbe. Oder warte mal, lass mal eine Falle machen. So, und dann 41 Seile. Dann haben wir auch schon mal hier was in der 2 Fallen. Muss ich bestimmt hier reinmachen, oder? Fangbar Kuh, Schaf, Gans und Huhn. Betäubungszeit 3 Sekunden, Angriffsgeschwindigkeit 0,5, verbrauchte Ausdauer 3. Ja, wie das funktioniert, weiß ich noch nicht, aber das werden wir gleich auch noch rausfinden. Das ist die Ausdauer, ballern wieder. 25 Seile wieder. Lass doch gucken, abgeschlossene Aufgaben platzieren, kannst du auf Scheune. Es wird weniger, ne? Ja, achso, Kartoffeln. Ja, ich habe keine Kartoffelsamen. Jetzt wieder schön helllichter Tag hier. Können wir hier irgendwas Neues machen? Nee, noch nicht. Metallurgie brauchen wir. Da brauchen wir Kupfererz für. Und Schneiderei brauchen wir Fell und Leder. Das heißt, da müssen wir dann noch erstmal eine Gerberei machen, ne? So, was wollte ich? Nee, erstmal ins Zaun weiter. Nicht, dass wir hier durcheinander kommen. Da rennen wir wieder zurück. Lalalala. So, und bauen hier den Zaun zu Ende. 30, genau. Warte mal, mal gucken. Jetzt bauen wir hier das. Und dann werde ich Holztor. Na, zu welcher Seite jetzt, ne? Mach's mal so. Ne, falsch. Der. Ja, wir kommen vorwärts, ne? Das Grundstück ist gleich komplett eingezäunt schon. Von hinten brauchen wir es ja nicht. Leinen sind schon gewachsen. Ja, ist das jetzt komme ich nicht. Ich komme nicht lang. So. Und den auch noch. Dann noch einen. Ne, weiter geht's nicht, glaube ich. Dann müssen wir erst wieder. Ja, müssen wir erst wieder ein paar Bäume wegmachen. Aber. Sind ja jetzt gleich da. Am Wasser. Vielleicht passt es so ganz genau mit der Maße. Wenn nicht, müssen wir da ein bisschen anders dran arbeiten. Also ein kleineres, einen kleineren Zaun nehmen oder so. Aber ihr seht ja, wie ich es euch am Anfang gesagt habe, du brauchst so viel Seile, ne? Da musst du jede Menge Leinen haben. Gut, dass man den anpflanzen kann, sonst würde sich das hier noch um einige Folgen verzögern mit dem Bau. Aber da haben wir schon mal eine gewisse Sicherheit. Wir können auch sagen können, okay, jetzt sind wir sicher hier. So. So. Auch noch mit. Und jetzt gucken wir, ob wir das zu Ende bauen können. Ne, geht schon los hier. Und wieder Seile. Oh, ne, hier komme ich nicht durch. Muss ich erst hier hin. Tor zu. Oh, Mensch, dieses blöde Fenster. Also, lieber Entwickler, falls du das siehst und mich verstehst, ich glaube, der Entwickler ist Russe, oder? Ja. Es wäre schön, wenn das Inventar nicht bei jedem Pups immer mit aufgeht. Doch, hier können wir doch schon. Ach, wir können doch Kartoffeln machen. Ja, machen wir nächstes Mal. Jetzt drehen wir das erstmal wieder rum hier. Bauen wieder Seile. Jede Menge Seile. Was jetzt? Verstehe ich nicht. Nee. Doch.
Hä, ich wollte gerade sagen, wieso macht er denn nicht? Auch so ein bisschen eigenartig manchmal. Aber warte mal, wieso ist das pausiert? Das läuft doch auch von alleine, oder nicht? Immer noch Kohle, Glut meine ich. 65, dann können wir nochmal ein bisschen Energie tanken. Dann werden wir in dieser Folge sogar noch fertig, das ganze Grundstück einzuzäunen. Muss ich mal gleich gucken, wo wir die Scheune hinmachen und alles. Beziehungsweise was wir dafür alles brauchen. Ja, das kommt ja auch noch alles weg, ne? Wir brauchen ja den Platz hier. So. Ich überlege gerade. Ich glaube, wir hacken hier noch was weg. Es wird sonst alles ein bisschen knapp hier. Mit dem Vorbeigehen und so. Müssen wir auch mal reparieren, die Zäune oder so. Dann kommen wir daher nicht dran vorbei. Das wäre schon ziemlich dumm. Ja. Passt das schon? Oder geht hier noch einer hin oder so? Nee, ne? Ich glaube, das passt hier schon, ne? Ja. Da kommt schon keiner mehr dran vorbei. Das ist sehr schön. Guck, fertig. Haben wir es geschafft. Die zwei Zäune noch. Dann haben wir es erstmal. Nur wenn die blöden Schweine oder was auch immer uns hier angreifen. Der Lein ist auch gewachsen, dann können wir uns jetzt Kartoffeln pflanzen in Ruhe. Ja, so schnell geht das. Haben wir fertig hier. Sollten aber gleich mal gucken. Warte mal. Wo ist denn das Tor? Hier ungefähr, ne? Dann hacken wir uns hier mal noch einen Weg durch. Dass wir schneller zum Tor kommen, wenn da auf der rechten Seite was ist. Muss man nämlich sonst immer rumlaufen und dann ein bisschen dämlich, ne? Da kommen wir jetzt durch, ne, immer noch nicht. Machen wir den Baum noch, den Busch hier weg. Doch, den Baum müssen wir auch noch wegmachen. Oh, kein Ausdauer mehr. Ja, da haben wir wieder gepennt. Muss man ein bisschen regenerieren. Den einen Baum dann noch wegkriegen. Bisschen noch. Jetzt können wir ja. So. Habe ich den jetzt weggehackt? Nee. Bisschen noch. Sammeln wir alles ein hier. Und dann haben wir hier einen Durchgang auch. Oder haben wir halt auch noch einen Durchgang. So, dann werden wir jetzt noch schnell das wieder ernten. Und Kartoffeln anpflanzen. Und einen mit Trauben. Dann haben wir die Quest fertig. Was? Achso. Ja, hier sollst du das auch machen. Trauben. Ja, was hat er denn jetzt hier gemacht? Nein. Hä? Sollte ich Kartoffeln pflanzen hier? Keine Ahnung, was das soll. Ich habe Kartoffeln doch ausgewählt. Oder habe ich keine Kartoffeln ausgewählt gerade? Ich glaube, manchmal verblöde ich hier auch. Ja. So, das zieht sich jetzt sowieso erstmal ein bisschen. Ich werde jetzt noch ein bisschen Wasser holen und ein bisschen den Filter reinschmeißen. Jetzt können wir noch ein bisschen was in den Kühlerofen schmeißen. Ja. Haben wir auch noch mehr. Ne, das sind schon 60, ne? Wir können 48. Ist schon okay. Dann ködern wir noch ein bisschen, ja, machen wir halt Kohle noch ein bisschen. Und ich warte, bis das hier fertig ist. Dann haben wir die Quest mit den Trauben auch gleich durch. Pflanze Trauben.
Hä? Soll ich nicht noch Kartoffeln machen? Naja, wie auch immer. Ich mache trotzdem gleich mal noch ein paar Kartoffeln. Meine Lieben, danke, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nie, was ich so groß zeigen soll hier. Außer, dass das Spiel vorangeht. Nach und nach. Ein bisschen Crafting. Ein bisschen Sammeln. Nach und nach wird das hier alles. In der nächsten Folge werden wir die Scheune bauen. Und noch andere Tiergehege. Und dann gucken wir mal, dass wir ein paar Tiere gefangen bekommen. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben. Ein Abo. Glocke neben dem Abo-Button nicht vergessen. Und wenn ihr Bock habt auf eine Kanalmitgliedschaft, könnt ihr mich finanziell auch supporten. Das würde mir und meinem Kanal sehr weiterhelfen, mein Lieben. In dem Sinn, bis nächstes Mal. Tschüss!